Hi, Krati hier. 20-30% der Menschen sollen Deutschland verlassen? Woher kommt der aktuelle Antisemitismus? Die EU ist 70 Jahre alt und um Gottes Willen heißt es Hack oder Met. Ja, Fragen über Fragen. Erst das TV-Duell zwischen Höcke und Vogt und dann sogar ein nachträglicher Faktencheck von Welt selber. Spannend. Und trotzdem oder vielleicht gerade deshalb braucht es diesen Nachtrag hier von mir. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann bleibt dran. Na, dann geht's mal los. Nachdem meine Live-Reaktion mit mehreren wichtigen Anmerkungen direkt weggesäbelt wurde, machen wir das ja einmal ganz kompakt und lassen dabei ebenfalls den nachträglichen Faktencheck mit einfließen. Im Hintergrund führen unsere Kollegen einen Faktencheck durch, der, falls nötig, morgen auf welt.de verfügbar sein wird. Klingt das nicht schön? Also, schauen wir mal, was wird. Was wird? Fangen wir ganz bewusst mit einem Reizthema an. Wie war das mit den 20-30%, auf die Deutschland verzichten kann? Und was hat das mit Deportationen zu tun? Ich habe mir Herrn Höckes Rede am 12. Dezember 2023 in Gera angeguckt. Da spricht er davon, dass 20-30% auf die Deutschland verzichten kann. Damit meint er übrigens nicht nur Ausländer, nicht nur Asylsuchende, sondern nicht angepasste Deutsche. Heftige Anschuldigungen. Also hat Höcke einfach auf offener Bühne gesagt, er möchte 20-30% der Menschen in Deutschland rauskarren. Also Migranten und nicht Angepasste und so. Naja, das treibt Vogt dann aber direkt noch auf die Spitze. Wie weit wird denn dann im Stammbaum zurückgegangen? Wer passt denn dann nicht ins Bild? Ich nicht, aber bestimmt könnte hier jemand der Meinung sein, dass er auf den Arier-Ausweis anspielen möchte. Final schloss er sein sachliches Plädoyer dann mit folgenden neutralen Worten ab. Ich habe jetzt nicht von Deportation gesprochen. Nein, natürlich nicht, Herr Vogt. Wie käme man denn darauf? Höckes Ausflüchte dann auszugsweise wie folgt. Herr Vogt, ich freue mich, dass Sie sich meine Rede angehört haben, aber anscheinend haben Sie diese Passage nicht verstanden und ich will Ihnen das nochmal erklären. Bei den 20-30% ging es um das, was auf Thüringen und Deutschland zukommt, nämlich der Bevölkerungsrückgang in den nächsten Jahrzehnten, den wir in dieser Größenordnung leider zu verzeichnen haben werden. Halt, stopp! Ja klar, Herr Höcke, jetzt im Nachgang rausreden. Das haben wir gern. Aber da entlarve ich Sie jetzt. Schauen wir einfach mal, was Sie damals gesagt haben. Das Kinderkriegen wird in Thüringen unter einer AfD-Regierung nicht mehr am Geld scheitern. Das Geld wird dann da sein für die jungen Familien. Ja? Das wird lange dauern, viele Jahrzehnte, bis sich die Bevölkerung wieder stabilisiert hat. Aber mit Rationalisierungsmaßnahmen. Japan ist ja auch ein stark überaltertes Volk, hat aber trotzdem nicht auf Einwanderung gesetzt, als alle nach Einwanderung geschrien haben. Wir werden auch ohne Probleme mit 20-30% weniger Menschen in Deutschland leben können. Das halte ich. Ja gut, soll jetzt auch nur ein Auszug sein. Der ganze Vortrag ist in der Videobeschreibung verlinkt. Okay, aber um festzuhalten, ja. Höcke redet über den Rückgang durch den demografischen Wandel. Das, was Herr Vogt hier meiner Meinung nach deutlich suggerieren möchte, sagt Herr Höcke nicht. Außerdem geht es thematisch davor und auch danach um eine bessere Familienpolitik, um genau hier beim demografischen Wandel anzusetzen. Trotzdem geht Herr Vogt dann später sogar noch einmal genau in die gleiche argumentative Richtung. Und ich habe mir Ihre Passage en Detail angehört. 12. Dezember 2023. Und 20-30%, auf die können wir uns verzichten. Das ist ein ganz anderes Thema. Ja gut, ich habe euch die Passage gezeigt. Schön, oder? Ärgerlich ist es dennoch, dass der Faktencheck von Welt hier nichts zugeschrieben hat. Obwohl der Vorwurf durch Herrn Vogt mehrfach angebracht worden ist. Kommen wir damit zu einem anderen wichtigen Thema, nämlich Antisemitismus. Natürlich war auch das Bestandteil von dem TV-Duell. Aber auch da müssen wir da fragen, wo sind die Ursachen für den Antisemitismus in Deutschland? Ich sehe keinen Antisemitismus ausgeprägten Maßes bei der ursprünglichen deutschen Bevölkerung. Ja, und auch hier muss der Höcke natürlich wieder böse Dinge sagen. Das konnte man natürlich so nicht auf sich sitzen lassen, weswegen dann direkt der Neonazi-Konter kam. Keine deutschen Neonazis in Deutschland? Höcke erklärte daraufhin, dass der importierte Antisemitismus größer sei. Es gibt auch deutsche Neonazis, es gibt auch deutschen Antisemitismus, aber der ist klein im Verhältnis zu dem, was leider die Menschen nach Deutschland gebracht haben. Uiuiuiui, der Schuft. Wahrscheinlich sollte man darum nicht mit Rechten reden, damit die nicht solche Dinge sagen. Und klar, natürlich nahm das Thema dann auch der Faktencheck auf. Und da wird's jetzt ein wenig lächerlich. Denn so wie man auch schon im Duell konterte, wollte man das Ganze natürlich so im Allgemeinen nicht stehen lassen.
Also nannte man unter anderem den Religionsmonitor. Dort hätten 21% klassische antisemitische Einstellungen gehabt und stimmten der Aussage zu, die Juden haben zu viel Einfluss in unserem Land. Soweit mir bekannt, wurde hier im Gesamtergebnis aber auch nicht nach Migrationshintergrund getrennt. Daneben verwies man noch auf eine Studie von Bertelsmann aus dem Jahr 2015. Egal, wer Studien in der Richtung haben will, der sei auf mein Video zum Thema Antisemitismus verwiesen. Drehen wir den Spieß, um Zeit zu sparen, aber einfach einmal um und schauen, wen jüdische Opfer denn als Täter benennen. Ich bin jetzt einfach mal so frei und gebe der jüdischen Opfergruppe das Wort, wenn es um Antisemitismus geht. Das geht doch nicht. Wir haben hier eine Umfrage der EU. In dem Fall geht es dann um Länder wie Frankreich, Schweden, Deutschland und England. Ich distanziere mich davon. Einige Menschen würden hier vielleicht Muster erkennen, da in allen vier Ländern quasi die gleiche Rangfolge erkennbar ist. Zufall oder wie man in Berlin sagt, Einzelfall. Wo wir gerade bei Einzelfällen sind, kommen wir zur nächsten Arbeit. Hier in dem Fall von der Universität Bielefeld. Auch hier aus einem unerfindlichen Grund mit der gleichen Rangfolge. Schauen wir daher mal, was das amerikanisch-jüdische Komitee, also das Berlin-Rama-Institut dazu sagt. Und, oh, wir haben auch hier die komplett gleiche Rangfolge. Oh ja, die bis sie sich abgesprochen haben. Schauen wir zur Sicherheit noch bei einer vierten Arbeit vorbei. Hier landen wir dann wieder bei einer EU-Umfrage und, oh, sag mal, rechte Hetze, dass ja einfach das Narrativ von dem Höcke unterstützt wird. Bösartig. Aber gut, halten wir für den Punkt doch einmal fest, egal wie man Höcke oder die AfD findet, natürlich gibt es auch deutschen Antisemitismus. Und das auf der linken, so wie auf der rechten Seite. Nicht nur wie beim TV-Duell suggeriert durch Neonazis. Und das sag nicht ich, das ergeben die Opferbefragungen. Da darf man sich dann schon einmal die Frage stellen, warum das nicht in der Deutlichkeit benannt wird. Spätestens nachträglich vom Faktencheck der Welt. Aber gut, was stelle ich hier auch für gemeine Fragen in den Raum? Machen wir mal lieber weiter. Kommen wir zum heiß erwarteten Matt oder Hack, wie auch immer. Ob bei diesem Thema Vogt selber, die CDU Thüringen oder die CDU im Allgemeinen am peinlichsten war, ja, das darf jeder für sich selber entscheiden. Also mal abgesehen von dem Sachstand, dass wir hier in einem TV-Duell darüber reden, ob es Matt oder Gehacktes heißt. Wen interessieren da schon über 10% mehr Straftaten in Thüringen innerhalb eines Jahres oder eine noch höhere Überrepräsentation nichtdeutscher Tatverdächtiger als im Bundesschnitt? Egal, schauen wir uns das mal an. In Thüringen ein heißt es Gehacktes, wenn Sie sich in der Heimat auskennen. Ich habe gerade gesagt, gehacktes Brötchen. Nee, Sie haben gesagt. Skandal! Ja gut, wenn auch nicht das beste Kurzzeitgedächtnis, immerhin kein Langzeitgedächtnis wie bei Olaf Scholz. Obwohl, das mit der Höcke-Rede und den 20-30% hat er auch vergurkt. Sei's drum. Denn Höcke sagte Folgendes. Dass ein Eisenacher Fleischermeister, der nach Opel liefern will, seine gehacktes Brötchen, seine Mettbrötchen, um mal was Handfestes jetzt als Beispiel anzuführen, dass der... Aber noch besser war dann, dass der Twitter- bzw. X-Kanal von der CDU Thüringen das dann aufgegriffen hat und genau diese Passage mit Untertitel mit einem höhnischen Kommentar brachte. Nur damit die CDU selber dann noch einen draufsetzen kann und den ganzen Murks dann auch nochmal geteilt hat. Also hat die CDU hier faktisch geteilt, dass Vogt in dem Duell ein wenig wirr argumentiert hat. Schön. Ach ja, wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr das bereits mit einem Like, Abo oder Kommentar tun. Das wäre so schön. Und allen anderen sollen beim Händewaschen die Ärmel nass werden. Nächstes Thema, Faschist. Machen wir ganz kurz. Vogt sagte zu Höcke, es ist einfach, ihn einen Faschisten zu nennen. Das hat ein Gericht schon getan. Nein, das ist falsch. So fair möchte ich aber sein, auch der Faktenchecker hatte das mit aufgenommen gehabt. Kurz gesagt, es ist als Meinungsbekundung in dem Fall erlaubt gewesen, dass Höcke so genannt werden durfte. Wird Vogt auch wissen, aber erwartbar, dass er den Punkt natürlich mit anbringt. Dass so etwas als Meinungsbekundung durchgeht, gibt's übrigens häufiger, um mit einem kurzen Beispiel zu kommen. So durfte Safsan Schäbli dämliches Stück Hirnvakuum genannt werden, weil auch das als Meinungsbekundung eingestuft wurde. Ja gut, fraglich, ob Vogt auch an der Stelle dann behaupten würde, dass man sie ja gar nicht so nennen muss, da ein Gericht das schon getan hätte. Nächster Punkt. Die EU ist 70 Jahre alt? Interessant. Es geht darum, dass Höcke für eine europäische Gemeinschaft bzw. Zusammenarbeit fern der EU argumentiert. Vogt erwidert, dass die EU wichtig ist und uns beispielsweise seit 70 Jahren Stabilität in Europa gibt. Die Europäische Union hat immer ein Versprechen gehabt. Das war Wohlstand, das war Frieden, das war Freiheit, das war Sicherheit. Und das hat die Europäische Union eingelöst, dieses Versprechen. Über 70 Jahre haben wir Stabilität. Das ist so aber falsch. Wir hatten seit Mitte der 1950er Jahre die EWG.
Die EU gibt es seit knapp 30 Jahren. Handel, Beziehungen und wirtschaftliche Stärke gab es also auch schon vor der EU. Zumal Dinge wie Binnenhandel und Freizügigkeit nicht an eine EU gekoppelt sein müssen. Demnach ist die Aussage falsch, wird leider auch im Faktencheck der Welt nicht berichtigt. Nächster kurzer Punkt, an der Stelle geht es um den Brexit. Der Brexit führt dazu, dass in Großbritannien mittlerweile Leute ärmer dran sind, als bevor sie mit der Europäischen Union gemeinsam waren. Es ist falsch, dass der Brexit Großbritannien geschadet hat. Gucken Sie auf die aktuellen Zahlen zum BIP. Hier wird natürlich weder von Vogt noch vom Faktenchecker benannt, dass die EU natürlich nicht das Interesse hatte, Großbritannien einen Austritt möglichst leicht zu machen. Trotzdem ist die Wirtschaft bemessen am Wachstum des BIP zügig nach dem Brexit wieder gestiegen und liegt Stand jetzt über unserem Wachstum. Hier zwei Charts dazu. Und mir ist klar, das ist jetzt vereinfacht dargestellt, der Punkt ist mir aber auch nicht wirklich wichtig. Nun ein größerer Punkt, der wichtig ist, weil es aufzeigt, wohin uns die Zukunft führt. Welch pathetische Worte! Ja, gut, also, Höcke erwähnte unter anderem, dass auch die Migration seit 2015 enorme Kosten verursacht hat und weitere Kosten verursachen wird. Nämlich geschätzt mehrere Billionen Euro. Und das in einer Langzeitbetrachtung, also als Nachhaltigkeitslücke. Die entsteht, wenn Menschen beispielsweise im Laufe ihres Lebens mehr Kosten als sie Einnahmen für den Staat generieren. Soweit hoffentlich logisch, außerdem ist ja ein schönes Bild mit eingeblendet. Dabei stützt sich Höcke auf die Arbeit unter anderem vom Wirtschaftswissenschaftler Raffelhüschen und seine Daten aus der Publikation, die schon vor Jahren in einer älteren Version für Schlagzeilen gesorgt hat. Ab 2015 sind in den Folgejahren 10 Millionen Menschen zu uns gekommen, viele von denen illegal. Die Gesamtkosten dieser Zuwanderung belaufen sich laut Professor Raffelhüschen auf 5,8 Billionen Euro. Billionen Euro, das ist die Nachhaltigkeitslücke. Welt bringt im eigenen Faktencheck nun an, dass die Arbeit umstritten sei und begründet das unter anderem damit, dass nicht nur jeder Zuwanderer eine Belastung sei, sondern auch jedes neugeborene Kind. Ja, also mal ganz kurz und vereinfacht dargestellt. Jeder Mensch verursacht in seinem Leben Kosten. Logisch. Als Kind kostet man Geld, während der produktiven Arbeitsjahre wird man im besten Fall zum Nettozahler und in der Rente wird man dann wieder Leistungsempfänger. Soweit so gut. Der Querschnitt der Menschen, die seit 2015 zu uns gekommen sind, sind eigentlich im optimalen Alter, also aus wirtschaftlicher Sicht jedenfalls. Damit wurde ja auch insbesondere nach 2015 oft argumentiert. Die teuren Kinderjahre sind meistens um und somit müssen die Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, um einen wirtschaftlichen Mehrwert darzustellen, in ihrer Lebenszeit nur mehr Geld einbringen, als sie an ihrem Lebensabend kosten werden. Dennoch rechnet Raffelhüschen, dass diese Art der Migration uns trotzdem weitaus mehr kosten wird, als sie einbringt. Es ist also ein faktisches Verlustgeschäft, was wir hier seit Jahren treiben. Trotz der demografisch guten Voraussetzungen. Die gesellschaftlichen Themen hierbei einmal komplett außen vor gelassen. Und ja, natürlich kann auch Migration gewinnbringend sein. Insbesondere dann, wenn sie rein qualitativ ist. Aber genau das trifft auf Deutschland eben genau nicht zu. Tendenziell passiert sogar eher das Gegenteil. Der Staat schaut ermittelt. Würden irgendwelche Menschen im Internet behaupten. Egal. Was wiederum auch stimmt, dass nach aktuellem Stand auch ein neugeborenes einheimisches Kind mehr kosten kann, als es am Ende einbringt. Hier wird aber ignoriert, dass das unter anderem wegen der aktuellen Zustände der Fall ist. Was aber insbesondere an den Voraussetzungen liegt, die durch diese Politik in den letzten Jahren geschaffen worden sind. Ähnliche Ergebnisse kann man übrigens auch in Dänemark sehen. Hier mal als Beispiel die sogenannte MENAPT-Studie. Hier kann man zum Beispiel ableiten, dass unterschiedliche Migration auch natürlich eine unterschiedliche Wertschöpfung für Dänemark einbringt. Egal, jedenfalls hat Höcke mit der Aussage im Kern recht und neutral betrachtet ist natürlich insbesondere die Migration seit 2015 für die aktuellen Entwicklungen verantwortlich. Aber gut, weiter zu einem anderen brisanten Thema. Denn natürlich ging es beim TV-Duell auch um den Spruch Alice für Deutschland oder so. Ich weiß nicht, ich habe nicht genau aufgepasst, was die da gesagt haben. Hier kann ich auch weitestgehend nur meine unwichtige Meinung mit einbringen. Ich könnte brechen, Entschuldigung. Ich denke, auch ein Höcke wusste nicht, dass dieser Spruch verboten sein soll. Und ich finde die Debatte eigentlich auch absurd, selbst wenn diese Parole einst auf Dolchen der SA stand. So kann ich bei über 190 Ländern alles für Land XY sagen. Aber bei Deutschland soll dies historisch verbrannt sein. Bis in die Ewigkeit. Und ja, trotz einer berechtigten Erinnerungskultur halte ich persönlich das nicht für einen gesunden Umgang mit dem Thema.
Daneben bekam Höcke nun juristisch jetzt durch die Telekom einen auf den Deckel, weil er fälschlicherweise davon sprach, dass die Telekom den Spruch ebenfalls verwendete. Was in der Tat auch nicht stimmt. Hier lag Höcke falsch. Macht's nicht besser, denn die Telekom hatte den Spruch »Jedem das« und so weiter in einem Prospekt, wenn ich das richtig erörtert habe. Dieser Spruch prangte am Tor in Buchenwald. Auch Nokia hatte den Spruch auf Plakaten oder zum Beispiel der Nationalspieler Mats Hummels sagte dies in einem Interview. Warum das wiederum im Faktencheck der Welt nicht erwähnt wurde, finde ich erstaunlich. Denn zum einen haben wir hier eine falsche Aussage von Höcke, die aber wiederum darauf beruht, dass er die falsche Parole hinsichtlich der Telekom im Gedächtnis hatte. Dafür benennen sie dann das Beispiel mit Franz Beckenbauer, der zur WM 2016 sagte, gebt alles für Schland. Nun gut, aber auch hier gibt es weitere Beispiele. Der Spiegel wiederum hatte die Worte erst letztes Jahr, nämlich 2023, in einer Titelzeile, aber zum Beispiel auch 1952 selber verwendet. Und ja, insbesondere 1952 hätte der Spruch ja noch im Fokus sein können, würden einige Menschen behaupten. Daneben gab es eine Initiative, die für Weltoffenheit stehen sollte, und zwar mit dem Namen Du bist Deutschland. Auch das wurde von den Nazis verwendet. Und hier sehe ich das eigentliche Problem. Es wird vermutlich unzählige Beispiele geben, in denen diese Wortkombinationen benutzt worden sind, ohne damit auf die NS-Zeit anspielen zu wollen. Vermutlich sogar in den meisten Fällen, wo diese Wortkombinationen verwendet werden. Nicht wie etwa bei Hai Hilter oder Sie Hai, Sie Hai. Aber gut, wollen wir hier nicht zu sehr abschweifen und machen wir lieber weiter. Kommen wir damit final zum Thema Aydan Özoguz. Hier ging es darum, dass man von Höcke wissen wollte, warum er Aydan Özoguz in seinem Buch erwähnt bzw. beispielhaft kritisiert hat. Und da ist uns aufgefallen, dass Sie zum Beispiel in Bezug auf die in Hamburg geborene SPD-Politikerin Frau Özoguz geschrieben haben, sie habe in Deutschland nichts verloren, weil sie jenseits der Sprache keine spezifisch deutsche Kultur erkennen wolle. Er konnte sich an den Kontext in seinem Buch nicht mehr erinnern und so entstand hier ein kurzer Schlagabtausch mit den Moderatoren. Ich habe das Zitat jetzt nicht mehr parat. Ich lese es nur gesagt, in welchem Kontext dieses Zitat steht, ist für mich jetzt nicht mehr nachvollziehbar. Ich gebe das selber nun inhaltlich wieder. Özoguz hatte 2017 erwähnt, dass die Debatte um eine Leitkultur ins lächerlich Absurde gleiten würde, da eine spezifisch deutsche Kultur jenseits der Sprache schlicht nicht identifizierbar sei. Auch hier in Teilen mit meiner irrelevanten Meinung. Wenn eine Migrationsbeauftragte, obwohl sie hier geboren ist, an einer Universität war und mit unterschiedlichsten Menschen aus Deutschland Kontakt hatte, keine spezifische deutsche Kultur bzw. kulturelle Elemente ableiten kann, dann ist das meiner Meinung nach schon sehr fragwürdig. Denn auch beispielsweise die Türkei hat regionale Unterschiede und trotzdem kann man auch ihr eine Art Leitkultur ableiten. Nun gut, nun ließe sich über die Wortwahl von Höcke sicherlich diskutieren. Dennoch stellt sich hier für mich die Frage, warum sich jemand für eine Tätigkeit bezahlen lässt, für die man nach eigener Aussage anscheinend nicht geeignet zu sein scheint. Man stelle sich vor, jemand möchte Dirigent werden und gesteht sich dann aber ein, dass diese Person zwar erfasst, dass da alle bei diesem Orchester irgendwo Töne von sich geben, aber spezifische Elemente, die zu einem Gesamtkunstwerk oder Konstrukt führen, erkennt man nicht. Ja gut, aber warum möchte man dann Dirigent werden? Egal. Und bevor ich weiter argumentiere, das soll jetzt keine Kontaktschuld darstellen. Jedoch will ich aufzeigen, wie skurril das Ganze für mich ist. Insbesondere, wenn im Fall Özoguz ihre Brüder Islamisten sind. Sie also unweigerlich im familiären Kreis das Thema rund um Kultur, kulturelle Unterschiede sowie Traditionen mitbekommen haben muss. Was uns jetzt wieder zum TV-Duell führt. Denn da hatte Höcke aus meiner Sicht nicht unrecht. Der Kontext auf den Buchseiten 197 bis 198 ist hier wichtig, weil eben genau dieses Problem mit der Segregation beschrieben wird. Der eine Bruder kam als ein Kind nach Deutschland, der andere ist wie Aydan Özoguz hier geboren. Beide Brüder betrieben unter anderem die Internetseite Muslimmarkt, die vom Verfassungsschutz beobachtet wurde. Bezeichnen sich selber als Islamisten, insofern die Medienberichte stimmen, und auch die Schwester, obwohl mittlerweile Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, erkennt keine einheitliche Kultur des Landes, in dem sie geboren und aufgewachsen ist. Man kann und darf Höcke also gerne kritisieren, aber mit dem Kontext, um den es in seinem Buch an der Stelle geht, trifft er hier thematisch den Nagel auf den Kopf. Ja, gut.
gut. Zusammenfassend fehlten mir bei einigen Punkten Richtigstellungen, auch bei Themen, die ich hier ausgelassen habe. Dennoch lief das Ganze fairer ab als von mir erwartet, auch wenn ich insbesondere bei den Themen Antisemitismus, Langzeitkosten und der mehrfachen Anschuldigung der 20-30% Volksteile, die man verlieren wird, weitaus mehr ehrliche Aufklärung erwartet hätte, beziehungsweise überhaupt irgendeine Aufklärung oder einen Hinweis. Aber klar, das hätte vielleicht auch nicht ins gewünschte Bild gepasst. Abschließend noch ein kurzer Gedanke, denn selbst Vogt argumentiert quasi durchweg an mehreren Stellen mit kultureller Zugehörigkeit als Thüringer. Er erwähnt, dass er die Identität, Mentalität und Eigenarten kennt, in Thüringen geboren und aufgewachsen ist. Er pocht auf regionale Begriffe wie Gehacktes und erzählt, wie er durch deutsche und regionale Geschichte geprägt wurde. Ein Teil davon ist, um dann, wenn es darauf ankommt, genau bei dem Thema einzuknicken. Diese Art der Identität sogar indirekt negativ framed, nicht zuletzt sogar an einer Politik festhält, die von alledem wenig übrig lassen wird. Und das sagt genug aus. Ciao.